Ja, hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Netferinnen und Netfer. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Wochenrückblick in der 25. Kalenderwoche begrüßen. Es ist heute der 18. Juni. Wir sind hier am Haus der Tagespflege Bethanien und haben eben schon eine Mund-Nasen-Schutzspende abgegeben, damit die Bewohner und auch die Bediensteten sich gegenseitig schützen. Zu meiner Rechten darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Markus Stücher. Er ist der Leiter der Einrichtung. Herr Stücher, vielleicht erzählen Sie mal etwas von der Einrichtung, die noch recht jung ist. Zum einen und zum anderen, wie haben Sie die Corona-Krise empfunden? Wie haben Sie die Zeit verbracht? Und jetzt geht es wieder los. Was hat sich geändert? Ja, vielen Dank erstmal für die Mundschutzmasken, für unsere Gäste und die Mitarbeiter. Die können wir sehr gut verwenden. Ja, die Corona-Krise kam ja für alle ziemlich plötzlich. Wir mussten also dann am 18. März schließen. War für die Mitarbeiter, aber auch für die Gäste sehr, ein sehr schneller Umbruch. Wir konnten dann eine Notbetreuung errichten für Gäste, wo die Angehörigen eine Schlüsselfunktion hatten, also in der Wirtschaft oder wo die häusliche Versorgung nicht gewährleistet war. Hatten dann ja, 2 bis 3 Gäste. Wir haben, ich habe zu den Gästen telefonischen Kontakt immer gehalten während der Zeit. Es war, also stellte sich so dar, in den ersten 2 bis 3 Wochen kam jeder auch mit der Situation zu Hause zurecht. Es wurde sich darauf eingerichtet. Aber im Laufe der Wochen war es halt so, dass es ja, für die Angehörigen immer schwieriger wurde, auch für die Gäste nicht mehr rauszukommen, keinen Kontakt mehr zu haben zu Mitmenschen. Alles das, was die Tagespflege auszeichnet. Und wir freuen uns natürlich, dass jetzt wir wieder öffnen dürfen. Auch wenn es natürlich unter einem gewissen Hygienekonzept stattfinden muss. 1,50 Meter Abstand ist immer gegeben. Wir führen am Eingang immer entsprechende Kurzscreenings durch von den Gästen, aber auch von den Mitarbeitern. Händedesinfektion und Temperatur wird regelmäßig gemessen. Ja, und wir sind jetzt dabei, den Kostenträger zu bitten, die Nutzungszeiten etwas oder flexibler zu gestalten, sodass wir, wenn nochmal ein Lockdown kommt, zum einen mehr Gäste in der Notbetreuung aufnehmen könnten oder auch zum jetzigen Zeitpunkt quasi so einen Zweischichtbetrieb zu organisieren, weil wir halt aufgrund der geringeren Gästezahl nicht alle Gäste wie gewohnt auch begrüßen können am Tag. Ja. Auch heute möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, Sie noch über ein weiteres Thema zu informieren, welches in den politischen Gremien und auch in der Presse immer wieder zur Sprache kommt und auch zu Diskussionen führt, nämlich zunächst die interkommunale Zusammenarbeit, das heißt die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in einzelnen Bereichen, um Gewinne zu erwirtschaften oder wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Wir in Netfen verfügen über verschiedenste Planungskonzepte, an denen sich die politischen und verwaltungsseitigen Beschlüsse und Maßnahmen orientieren und die uns als eine Art Leitplanke bei unserem Handel fungieren, wie beispielsweise unser Leitbild 2025. Aber auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit muss jedes Konzept einer Kosten- und Nutzenanalyse der jeweiligen Kommune unterzogen werden. Wir wollen wirtschaftlich sein, bürgernah und zugleich serviceorientiert. Das sind die verschiedenen Blickwinkel und Zielrichtungen, die wir dabei verfolgen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass nicht jede interkommunale Zusammenarbeit ausschließlich Vorteile mit sich bringt. Dabei muss stets genau austariert werden, welche Vorteile für die jeweilige Kommune aus dieser Zusammenarbeit erwächst. Es können auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch Zentralisierung und dadurch Bürgerferne entstehen. Denn wenn eine Dienstleistung nicht mehr am Ort erbracht werden kann, sondern der Bürger reisen muss, um den Service zu erhalten, ist das aus der Sicht des Bürgers von Nachteil. Bei der interkommunalen Zusammenarbeit dominieren, das lässt sich seit vielen Jahren beobachten,
die Singularinteressen der Kommunen. Hier die Schnittstellen zu finden, ist sehr schwer. Beispiel: Die Zusammenlegung von Bauhöfen wird sehr kritisch gesehen, von allen, aber politisch auch immer wieder gerne eingefordert. An einem Beispiel lässt sich das gut verdeutlichen. Wenn es schneit, muss der Räumdienst des Bauhofes vor Ort sein und sofort streuen. Da nützt es nichts, wenn er in einer Nachbarkommune ist und erst nach Netphen anreisen müsste. An solchen Beispielen entzünden sich dann die Streitfragen. Wir praktizieren interkommunale Zusammenarbeit seit vielen Jahren und als Bereiche, wo das gut funktioniert, sind zu nennen beispielsweise der Wasserverband Siegerland, der Sparkassenzweckverband zur Versorgung der heimischen Industrie und des Gewerbes mit Geld, die Rekommunalisierung der Stromnetze. Hier waren wir sehr erfolgreich, konnten wir gemeinsam mit den Kommunen Hilchenbach, Bad Laaswe und Burbach umsetzen. Daraus sind Netzgesellschaften und Netzbeteiligungsgesellschaften entstanden. Und hier waren die Gemeinsamkeiten so groß, dass wir alles realisieren konnten. In jüngster Zeit arbeiten wir daran, Archivarbeit gemeinsam zu gestalten mit den Kommunen Hilchenbach und Willensdorf. Ebenfalls haben sich die KDZ, die Kommunale Datenzentrale, und die KDVZ Sitcom anderer Landkreise zu einer Südwestfalen SIT zusammengeschlossen. Auch das ist ein Beispiel, wo interkommunale Zusammenarbeit in Sachen Internet und kommunaler IT praktiziert wird und ordentlich funktioniert. Ein Beispiel hier auf Netphen bezogen ist das gemeinsame Gewerbegebiet Oberbach, das seit vielen Jahren in der Diskussion ist und immer wieder beplant wird, und zwar ein Gewerbegebiet zwischen Netphen, Herzhausen und Hilchenbach-Allenbach. Die Umsetzung hängt von der Erschließung durch die Route 57 ab. Hier werden wir sehen, wie wir da weiterkommen. An diesem Beispiel zeigt sich aber auch, dass überörtliche Interessen, Landesinteressen eine Rolle spielen, nämlich die Erschließung durch eine Bundesstraße und auch die Landesplanung des Regionalplans muss ebenfalls mitspielen. Eins ist ganz wichtig zu betonen: Netphen befindet sich seit Jahrzehnten in Haushaltssicherungskonzepten. Diese Haushaltssicherungskonzepte verpflichten uns, Ausgaben zu senken, das heißt sparsam zu wirtschaften, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite neue Einnahmen zu erzielen oder zu generieren. Das bringt es mit sich, dass wir nur einen begrenzten Handlungsspielraum haben. Da im Haushaltssicherungskonzept die Ausgaben dann zu minimieren sind und möglichst noch zusätzliche Einnahmen generiert werden sollen, gilt es hier ganz besonders, die einzelnen Konzepte gründlich abzuwägen. Wir haben als Stadt im Bereich kommunale Förderung in den einzelnen Ortsteilen mit minimalem Aufwand sehr viel bereits erreicht, und dies trotz unserer eingeschränkten Möglichkeiten durch die Haushaltssicherungskonzepte. Lassen Sie mich Ihnen hier einmal ein paar Projekte aufzählen, die wir in den letzten Jahren, und das ist für jeden sichtbar, verwirklicht haben. Rat und Verwaltung gemeinsam. Beispielsweise in Dreistiefenbach ist der Stillingsplatz entstanden. Die Austraße hat ein neues Gesicht erfahren. Und oberhalb des Heckersberges ist mit der Pumptrack-Anlage ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche entstanden, mit viel Bewegungsraum. In der Zinsenbrach ist eine Holzbrücke neu entstanden. Ja, und aktuell die große Projektförderung Sieg verbindet. In diesem Zusammenhang hat uns sogar die Ministerin Scharrenbach aus Düsseldorf in Netphen besucht und den Förderbescheid über fast 1 Million Euro übergeben. Auch hier in Netphen ist beispielsweise die Lahnstraße völlig neu entstanden. Sie ist zu einer kommunalen Straße geworden, vorher war sie eine Landesstraße. Der Marktplatz in Obernetphen und das Haus Spieß sind entstanden. In Zusammenarbeit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Wasserverband ist an der Obernau eine Toilettenanlage entstanden, auch aus Fördermitteln. Ja, und etwas älter schon, der Petersplatz ist ebenfalls neu entstanden in den 80er Jahren bzw. in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits. Oberhalb der evangelischen Kirche
ist die Dietzwiese entstanden. Alles Projekte, die mit Fördermitteln und auch eigenen Möglichkeiten und eigenen finanziellen Maßnahmen dann in die Wege geleitet sind. In Deutz ist noch gar nicht lange her der Bühlgarten völlig neu entstanden mit einem sehr umfangreichen Freizeitprogramm für Jung und Alt. Aktuell wird noch an der Wasserburg in Hainchen gearbeitet. Auch da ist das Burggelände für jedermann zugänglich. Baumfellarbeiten haben stattgefunden. Im Gebäude hat sich etwas getan. Und vor allem im ganzen Burgbereich ist die Aufenthaltsqualität sehr verbessert worden. Für Familien und vor allem für Kinder ist der gesamte Burgbereich ein Eldorado, um sich dort austoben zu können. Wichtige Förderungen haben wir bekommen vom Land Nordrhein-Westfalen durch das Programm Gute Schule 2020. Hier haben wir umfangreiche Sanierungen von Toiletten vorgenommen und unsere Schulen sind ausgestattet worden mit PCs, Tablets und dergleichen. Der Schulhof des Gymnasiums hat ein ganz neues Gesicht erfahren. Gefördert wurden auch die Ortsmitten in Eschenbach, Abfolderbach, Herzhausen und Eckmannshausen. Der Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet ist gefördert worden. Den Eigenanteil hatten wir selbst zu erwirtschaften, aber ansonsten sind unsere Anträge alle bewilligt worden mit 90% Landes- bzw. Bundes- oder EU-Mittelanteil. Betroffen waren Oelgershausen, Unglinghausen, Eckmannshausen und auch Herzhausen. Ja, was wird noch gefördert? Aktuell der Nahverkehr Westfalen-Lippe für einen barrierefreien Umbau bzw. den Ausbau von Haltestellen im gesamten Stadtgebiet. Damit haben wir vor 2 Jahren begonnen. Jetzt werden nach und nach alle Haltestellen für Busse umgebaut und barrierefrei gemacht. Das zieht sich immer über mehrere Jahre hin, bis dann die letzte Haltestelle im Stadtgebiet erreicht ist. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sehen, in den vergangenen Jahren hat sich einiges getan. Einmal was interkommunale Zusammenarbeit anbetrifft und auch die Förderung von Maßnahmen durch das Land, den Bund, mit Eigenbeteiligung unserer Stadt Netphen. Wir haben einiges erreicht und das werden wir auch weiterhin vorantreiben. Diesen Mehrwert für unsere Kommunen ziehen wir daraus und dieser Mehrwert kommt Ihnen als Lebensqualität zugute. Zum Schluss darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass am Samstag, dem 20. Juni, die 58. Ausgabe der Netphen Nachrichten als Beilage des Siegerländer Wochenanzeigers erscheinen wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem neuen Produkt, das an das alte Produkt anknüpft. Ich darf auch noch mal erinnern, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Stadt Netphen sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Wenn Sie am 13. September zur Kommunalwahl Zeit haben, sich vielleicht dafür interessieren, bitte ich Sie, sich bei Frau Büdenbender im Rathaus zu melden, damit wir gemeinsam die Kommunalwahl aktiv begleiten können. Vielen Dank. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass der Trägerverein des Freibades Deutz ab dem 21. Juni für alle geöffnet ist, also nicht nur für die Chipcoin-Besitzer, sondern für alle. Das ist doch eine gute Botschaft. Die Ferien sind gerettet. Sie können in Netphen Deutz im Naturfreibad schwimmen gehen. Mit Kindern, Jugendlichen, älteren Herrschaften, jeder, der möchte. So, und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.